Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal aus der Quarantäne auf meinem Bett, denn ich habe nämlich Corona. Bin 2 Tage vor Weihnachten positiv getestet worden. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Und seitdem chill ich hier. Ich habe auch gestern schon ein bisschen was gefilmt. Hat auch Spaß gemacht. Das habe ich jetzt erstmal gestern, als ich es eingepackt habe. Ich musste mal lesen, wie das ist. Das ist wie eine Billette. Ja, ich weiß, man hier kein Schutz. Das ist ja du. Dann 2 Stück. Ja. Ja, das war so. Heute ist nämlich schon der 25. Guten Morgen und frohe Weihnachten. Hier seht ihr einmal mein Weihnachtsfrühstück, das ich gerade vor die Tür gestellt bekommen habe. Und dazu gucke ich jetzt ein bisschen Fernsehen, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Gestern war dann ja logischerweise der 24. und ich habe halt einfach im Bett gelegen. Bisschen Fernsehen geguckt, geschlafen und abends haben wir dann so eine Videokonferenz gemacht. Ich habe meine Geschenke ausgepackt und wir haben halt zusammen gegessen. Richtig süß, ich habe so ein Tablett bekommen mit dem geilen Weihnachtsessen drauf. Ich weiß gar nicht, was heute Abend zu essen gibt, muss ich gleich nochmal nachfragen. Macht Spaß auf jeden Fall. Ich mache jetzt heute für das erste Mal des Tages was Produktives. Ich meine, ich muss halt auch nichts Produktives machen, ich bin halt auch ein bisschen krank. Falls mir das anhört. Ich wollte so ein paar TikTok-Ideen aufschreiben, einfach. Ich habe heute auch bis um 12 geschlafen. Also, ich war um 5 wach, weil ich erstmal wieder schön husten musste. Das habe ich eigentlich jede Nacht, dass ich aufwache, so gegen 5 und richtig einen krassen Hustenanfall habe. Dann habe ich mich erstmal beruhigt, Tee getrunken und Bibiotina geguckt und danach ging es mir wieder besser. Und lerne für die Uni noch. Ich meine, es ist zwar Feiertag, aber ich habe irgendwie richtig Schiss, dass ich die Klausur verkacke. Also, let's go. Yay, es gibt Essen und entweder ich gucke Fernsehen dazu oder YouTube, das weiß ich noch nicht so genau. Das war es eigentlich auch schon fast wieder für heute. Es ist jetzt 22.37 Uhr und ich habe vorhin gegessen. Danach habe ich noch ein bisschen telefoniert, unter anderem auch mit meiner Mutter. Denn obwohl wir im gleichen Haus wohnen gerade, sehen wir uns ja nicht so richtig. Also sie stellt mir Sachen vor die Tür und ich stelle sie ihr dann wieder gebraucht vor die Tür. Also meistens halt Essen. Ich warte auch gerade noch auf meinen Tee, weil ich habe es immer eigentlich so, dass ich nachzeit krasse Hustenanfälle bekomme. Und da hilft eigentlich so Tee mit Honig immer ganz gut, weil es halt warm ist, wenn er halt in der Thermoskanne bleibt und weil der Honig halt lindert. Deswegen warte ich da gerade drauf und schneide jetzt gleich noch ein Video. Ich wollte nämlich endlich meinen Haul hier mal fertig filmen. Kommt der halt morgen online. Und ich wollte auf jeden Fall morgen filmen, was ich jetzt so zu Weihnachten bekommen habe. Ist jetzt nicht sonderlich viel. Vielleicht mache ich das auch mit meinen Geburtstagsgeschenken zusammen. Das weiß ich noch nicht. Und dann wollte ich eventuell noch ein bisschen mein neues Buch anfangen. Das habe ich nämlich gestern zu Weihnachten bekommen. Das ist richtig dick. Also da habe ich, glaube ich, erstmal ein bisschen was zu tun. Aber ich müsste eigentlich auch noch ein bisschen was für die Uni machen. Das habe ich nämlich heute nämlich auch nicht, obwohl es mir eigentlich vorgenommen hatte. Aber ich habe halt mega lange geschlafen und da war mein Kopf irgendwie matsch. So, hello. Es ist Tag 5 meiner Quarantäne, glaube ich. Ich habe übrigens insgesamt 12 Tage angeordnet bekommen. Ich kann euch das einmal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Also ich habe die Delta-Variante, nicht die Omikron-Variante, vermute ich einfach mal. Weil wenn man Omikron hat, ist es momentan so, dass alle Kontaktpersonen auch in Quarantäne müssen. Meine Familie muss aber nicht in Quarantäne, theoretisch, also die sind schon in Quarantäne und gehen halt nur einkaufen, aber vom Gesundheitsamt ist es halt nicht angeordnet, also die könnten theoretisch draußen rumlaufen, wie sie wollen, machen sie aber nicht. Und wenn man Omikron hat, muss man auch auf jeden Fall 14 Tage in Quarantäne, zumindest ist es in Schleswig-Holstein so, ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern vielleicht irgendwie anders abläuft, keine Ahnung. Ich kann ja generell mal erzählen, wie das halt überhaupt gekommen ist. Also ich hatte am Dienstagmorgen leichte Halsschmerzen und habe halt daraufhin einen Test gemacht, weil ich auch noch so unterwegs wollte in Stadt und so. Und dann dachte ich mir, mache ich lieber einen Test. Dann habe ich einen gemacht, der war negativ, also bin ich dann ganz normal losgefahren, keine Ahnung. Und habe aber dann die ganze Zeit gemerkt, wie ich halt irgendwie gefühlt immer kränker wurde. Also habe halt immer mehr Halsschmerzen bekommen und irgendwie ging es mir halt nicht so gut. Deswegen bin ich dann halt nachher nach Hause, habe mich ins Bett gelegt, geschlafen, keine Ahnung. Am Mittwoch war es dann so, dass meine Freundin einen positiven Test hatte und ich hatte halt Kontakt zu ihr und keine Ahnung. Und deswegen habe ich dann auch noch einen Test gemacht. Der war aber erst irgendwie so ein bisschen komisch. Also man hat, also der Teststreifen, der halt anzeigt, ob man Corona hat oder nicht, der war irgendwie, der war sofort, also der war halt da, aber dieser andere, also dieser Kontrollstreifen,
der kam irgendwie erst viel später. Also halt, als die 15 Minuten schon um waren. Und dann dachte ich so, ja, lol, das kann ja jetzt irgendwie nicht so richtig sein. Dann dachte ich halt erst, der ist ungültig und habe dann halt ein bisschen später noch eingemacht. Und der war dann positiv. Dann habe ich also direkt beim Gesundheitsamt angerufen. Die haben mir dann so einen Code für so einen PCR-Test zugeschickt. Da bin ich zum PCR-Test gefahren, hatte den PCR-Test gemacht, bin wieder nach Hause, habe mich ins Bett gelegt, geschlafen, keine Ahnung. Und also ich habe es auf jeden Fall schon gemerkt, weil wir hatten am Mittwoch noch Online-Uni und ich bin irgendwie mitten in der Vorlesung noch eingeschlafen und das, obwohl ich eigentlich, also, und ich kenne das halt nicht von mir, dass ich halt wirklich, also ich habe es halt gar nicht gemerkt, wie ich eingeschlafen bin. Ich merke es manchmal so, keine Ahnung, also es war irgendwie so eine andere Art von Erschöpfung, das habe ich schon gemerkt. Dann hat am Mittwoch das Gesundheitsamt bei mir angerufen, ja, am Donnerstag, aber da wusste ich dann auch schon, dass ich Corona habe, weil halt das Ergebnis vom PCR-Test schon da war, da habe ich so einen QR-Code mitbekommen und da habe ich das dann halt nachgeguckt. Und dann haben die mich halt irgendwie nur so Sachen gefragt, was ich beruflich mache, wo ich wohne und ob ich geimpft bin und wie oft und wann und mit welchem Impfstoff und diese ganzen Kram. Und da wird halt irgendwie so ein Wert berechnet. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Auf jeden Fall sagt er halt an, wie ansteckend man ist und der geht von 10 bis 40 und 10 ist sozusagen das Ansteckendste. Und ich hatte 18, also höchst ansteckend, wie der nette Herr vom Gesundheitsamt gesagt hat. Ja, also bin ich hier jetzt für 12 Tage in Quarantäne, weil danach berechnet sich irgendwie, wie lange man in Quarantäne geht. Und 14 Tage sind irgendwie das Längste. Ja, ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlimm hier. Ich meine, morgen ist schon Halbzeit und ich bin bis jetzt noch überhaupt nicht irgendwie verrückt geworden oder so. Also man kann sich das halt, glaube ich, irgendwie nicht so vorstellen. Es ist schon was anderes als so eine normale Erkältung, aber mir geht es jetzt halt nicht mega, mega schlecht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so diese Einsamkeitskomponente bei Leuten, die dann nicht so gut mit klarkommen, irgendwie schlimmer sein könnte. Aber mir macht es jetzt eigentlich nicht so viel aus, weil ich habe halt so über Handy und generell irgendwie voll viel Kontakt und gucke einfach die ganze Zeit Fernsehen und ja, halte mich so ein bisschen bei Laune. Also ich habe da jetzt nicht so das Problem mit. Ist für einige vielleicht ein bisschen schwerer. Vor allem, wenn dann vielleicht irgendwie noch so ein bisschen Panik mit dazu kommt. Weil Corona ist ja irgendwie schon so die letzten paar Jahre, dass man irgendwie immer so alles getan hat, um sich halt bloß nicht anzustecken und keine Ahnung. Und wenn man dann auf einmal doch infiziert ist mit der bösen Delta-Variante oder noch schlimmer Omikron. Obwohl Omikron, da soll man ja sogar irgendwie leichtere Verläufe haben teilweise. Aber hört nicht auf mich, ich bin keine Ärztin, überhaupt nichts in die Richtung. Ich bin da wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ja, ist ein bisschen schlecht hier mit dem Licht, aber ich schneide jetzt gerade noch mein Video und gucke nebenbei eigentlich den kleinen Lord, aber der war vorbei, ist mein Code vielleicht kurz gesagt und danach vielleicht ein bisschen YouTube. Ich habe ja auch Emily in Paris angefangen, also die zweite Staffel, und ich muss sagen, nee. Ich finde, es ist irgendwie eine ganz komische Serie. Dieses Ganze, also falls ihr da noch nicht seid, dann spoilert, dann will ich euch jetzt nicht spoilern, aber wie sie da irgendwie ihre Freundin hintergeht und was mit dem Freund, beziehungsweise gerade erst Ex-Freund von einer Freundin von sie, ist einfach nicht so cool. Auch generell, wie sie so da durch die Gegend läuft, weil sie lernt ja wirklich kein Französisch und ist wirklich nicht so aufgeschlossen, was das alles angeht und ist halt wirklich wie so ein bisschen wie so eine Klischee-Amerikanerin, wie sie da so, ja, durch Paris läuft und es ist irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht weiter voll labern, es tut mir leid. Ich habe schon viel zu lange geredet hier gerade. Ich schneide jetzt mein Video zu Ende und dann melde ich mich vielleicht später nochmal bei euch. Bei mir gibt es mal wieder Premium-Frühstück. Ich habe hier Joghurt mit Banane und Apfel. Hier habe ich ein Brötchen mit dem restlichen Apfel und ein Cappuccino. Und dazu gucke ich Fernsehen. Und gleich wollte ich was für die Uni machen. So, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit was für die Uni gemacht. Und habe es jetzt satt, in meinem Bett zu liegen. Mir geht es auch heute schon ungefähr so wie gestern. Und gestern ging es mir viel, viel besser. Das heißt, ich will jetzt aufräumen. Weil ich kann euch mal zeigen, wie man es im Haus sieht. Das geht mir jetzt echt auf die Nerven. Hier stehen überall meine Weihnachtsgeschenke und gewaschene Wäsche von mir rum. Hier sind noch ein paar Geburtstagsgeschenke, das Fernsehkabel und meine Sachen von Ikea, die ich mit nach Flensburg nehmen möchte später. Und ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf, sorry, ne? Es geht mir auf die Nerven. Ich habe mir auch das Bild hier wieder runterholen lassen vom Dachboden von meinem Bruder. Das hatte mir gerade vor die Tür gestellt. Das will ich jetzt daran nageln, weil irgendwie sieht das
das sieht scheiße aus. Jetzt wollte ich mich aber erstmal dieser Ecke hier widmen, beziehungsweise diesem Karton da, weil das... Ich gehe den jetzt durch und dann wird Regos weggeschmissen und aussortiert. Weil er triggert mich richtig. Er steht da schon, seit ich ausgezogen bin. Und ich weiß einfach nicht, was ich mit ihm machen soll. Deswegen gehe ich jetzt die Sachen da durch. Und ich hoffe, ich werde nur sehr wenig davon behalten. Ich mache das Ganze übrigens auch noch, wie ich hier so halb auf meinem Bett sitze. Weil auch wenn es mir jetzt schon ein bisschen besser geht, will ich mich jetzt hier nicht überanstrengen, sondern das Ganze... ruhig angehen und einfach noch ein bisschen was machen. Es sieht direkt so viel besser aus, diese Ecke, einfach nur, weil diese Scheiße nicht mehr steht. Geil. Oh Mann, ey. Hallo. Oh Gott, ich sehe voll fertig aus. Ich habe ja heute auch mal mehr gemacht als die letzten Tage. Und zwar habe ich jetzt gerade noch die ganze Zeit, also noch kaum zu 3 Stunden oder so, mit Laura, Milena telefoniert. Und jetzt wollte ich aber wenigstens noch ein bisschen mein Zimmer hier fertig machen, damit ich wenigstens mein Bett freiräumen kann, weil da liegen gerade noch voll viele Sachen drauf, die dringend da weg müssen. Und das wollte ich jetzt machen, damit ich hier auch nachher wieder das alles ein bisschen einsortieren kann. Und ja, das mache ich jetzt noch ganz schnell und dann gehe ich kurz duschen, so wie ich jeden Tag duschen gehe. Und dann lege ich mich ins Bett und schlafe entweder direkt ein oder mache noch ein bisschen was für die Uni, mal sehen. Und das hier sieht halt richtig toll aus. Ich habe nur ein bisschen in meine Augen rumgewuscht. Ich habe nicht geheult oder so.